Hallöchen, meine lieben Zuschauer und die es noch gerne werden wollen, natürlich. Ja, heute mal eine kleine Demo. Die ist vor kurzem rausgekommen, circa 5 Tage, 4 Tage, keine Ahnung, Fakt ist vor kurzem. Jo, ich selber habe bis jetzt noch keine einzige Demo hier auf dem 3DS gespielt. Wieso auch immer, ich weiß nicht, keine Ahnung. Hatte da jetzt keine große Berührungspunkte, aber das ist dann halt dann die erste Demo-Vision und das ist natürlich dann direkt Final Fantasy, was denn sonst? Jo, um was geht's denn heute eigentlich? Erstens, wie gesagt, um meine Demo. Zweitens, ist das Final Fantasy, deswegen zeige ich das auch. Drittens, ist es kein, Rollenspiel, also wo man jetzt in der freien Welt rumlatschen kann und ein paar Viecher klatschen kann. Auf jeden Fall nicht. Denn das Final Fantasy basiert auf so einem System wie, ja, Ozu, kennen die meisten. Also man klickt irgendwelche Tasten und nebenbei spielt die Musik. Wenn man das richtig macht, kriegt man halt gute Punktzahl und so weiter, ne? Das basiert halt auf das Ganze hier. Ja, ich selber habe dieses Spielprinzip, sag ich mal, nie verfolgt. Ich weiß jetzt, ich habe sogar den Namen mal gewusst, wie das genau hieß. Habe ich jetzt nicht leider mehr im Kopf. Wir drücken auf jeden Fall mal Touch und schauen uns mal das Spiel mal an. Oben schön auf dem Bildschirm zu sehen, ist auch beschrieben, was, wo, wie, was funktioniert. Jo, von der Steuerung her bewegt man sich eigentlich fast nur mit A. Also mit A drücken wir halt die Symbole und halt mit der Move-Taste rechts, links, oben, unten und halt Joystick kann man natürlich auch benutzen, wenn man halt das Steuerkreuz nicht benutzen möchte, ne? So, wir gehen mal auf Next. Hier sieht man auch sehr schön, was für Symbole überhaupt vorhanden sind. Wie gesagt, das rote Symbol da kann man auch mit A drücken. Also einfach A, zack, schon hat man das drin. Oder halt mit auch anderen Tastenkombinationen wie B, X kann man auch. Man kann sich ja selber, sag ich mal, so seine Finger festlegen, dass man sagt, wenn rot ist, drücke ich immer R. Na, zum Beispiel. Ich habe jetzt eigentlich, ich mache jetzt alles auf A und dann war es das eigentlich schon. So, da unten gelber Pfeil, ne, zeigt nach oben. Natürlich muss man dann auch hochklicken. Ergibt ja Sinn. Unten gibt es so einen grünen Button, der noch so einen kleinen Weg hat zum noch einen weiteren grünen Button. Da muss man halt länger drücken, ne. Länger drücken, wenn er zu Ende ist, loslassen. So, jo. Und oben, ganz oben sieht man auch so eine Charakterverteilung. Man kann später auch mit 4 Charakteren auch gleichzeitig, beziehungsweise fast gleichzeitig, sie auch steuern, beziehungsweise halt so ein Bossviech bekämpfen, ne? Ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. So, da gibt es auch Feldmusik, beziehungsweise eine Feldstage, wo man halt von rechts nach links sich bewegen muss. Auch selbe Prinzip mit der Tastenkombination da halt, ne? Was man mit Tasten drücken muss. Fakt ist, davor war so eine Battle-Phase-Musik, also Battle-Stage. Man ist nur auf einer Map und man bewegt sich nicht und man bekämpft halt ein Viech. Und hier bewegt man sich schon, also den Charakter. Man kann auch nichts machen, dann stolpert der ganze Zeit rum und so ein Kram. Das ist eigentlich ganz witzig. Aber wie gesagt, das schauen wir uns mal jetzt erstmal an. Viel in der Demo gibt es nicht zur Auswahl. Also es gibt nur 2 Songarten. Einmal halt, wie gesagt, die Battle Stage und halt auf dem Feld kann man unterwegs sein, ne? Und wie man schön sehen kann, sind das verschiedene Final Fantasy Spielreihen auch. Ich denke mal, wenn man die komplette Vision kauft, hat man da deutlich mehr Auswahl auch. Ich glaube 220 Lieder waren das circa von allen Final Fantasy Reihen. Das ist ja gar nicht mal so schlecht. Ich denke mal, die Ozu-Spieler werden sich da freuen. Auch natürlich auch die Final Fantasy Spieler, denn vom Final Fantasy die Musik, die ist einfach der Hammer. Ich bin echt ein Fan von dieser Musik. Und ja, dann würde ich mal sagen, wir starten erstmal mit diesem beweglichen Charakter, der von rechts nach links sich bewegen kann. Jo, habe ich was vergessen? Nö, dann wollen wir mal. Ja, hier gibt es jetzt die 3 Levelarten: Basic Score, Expert Score, Ultimate Score. Das ist wirklich krass. Also wie gesagt, ich bin kein Ozu-Spieler oder sonst was, habe mich mit diesem Spielprinzip wirklich nie beschäftigt. Und Leute, geht mal direkt mal Ultimate. Schaut euch das mal, wir schauen uns das natürlich gleich auch mal an. Aber das ist echt krass. Also da braucht man richtig gute Reflexe, dass man überhaupt da klarkommt. Ich kann das irgendwie nicht. So, wir werden auf jeden Fall uns mal Basic Score anschauen. Denkt dran, die Demo-Vision könnt ihr kostenlos natürlich im Nintendo Shop kaufen. Aber ihr könnt die nur 30 Mal benutzen. Das heißt, nach 30
Mal müsst ihr euch schon die Vollversion kaufen und die kostet ca. 40 Euro und die kommt am 17. oder 16. September. Irgendwas so im Dreh. Jo, 40 Euro ist schon Batzen Geld für so ein Spiel. Muss man sich halt überlegen, ob das für denjenigen okay ist. Wie gesagt, hier drücke ich jetzt ganze Zeit A, muss aber auch mit einem Steuerkreuz hier die Bewegung wechseln, natürlich. Weil, wie man hier schön sehen kann, runter, hoch, runter, hoch, zack, zack. So, ja. Sieht eigentlich noch ganz einfach aus. Und wie man schön sehen kann, wenn man auch daneben klickt, fällt auch der Charakter. Ne? Also, der verliert auch oben rechts HP, wenn er zu oft stolpert und auf die Fresse fällt. Da kennt er nichts, dann ja, stolpert er einfach, der gute Kollege. So, sehr schön. Und ganz unten der große Balken, wie man schön sehen kann, ist halt so ein Fortschrittsbalken. Ne? Es gibt halt Etappen und Wellen. Und wenn man von links nach rechts geht, jetzt bin ich hier richtig runtergefallen. Von links nach rechts geht der Balken und wenn man ganz rechts ist, ist dann auch die Stage vorbei. Wir sind jetzt eigentlich ganz gut in der Mitte. So, jetzt sind wir mit Schokobo hier unterwegs, mein guter Freund, ha? Critical. So, runter, runter, hoch, 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 hoch. Zack. Wenn hier das gelbe Punkt ist, dann muss man einfach nochmal drauf hauen. Draufdrücken, so, zack. Und hier nach links, rechts. So, zack, zack. Es ist ein bisschen schwierig, bei so einem Spiel auch zu moderieren, beziehungsweise halt mitzureden. Weil man muss sich, also hier geht's eigentlich noch, aber ich denke mal, sobald man in der Ultimate Range da geht, muss man sich da schon gut konzentrieren, weil da geht's richtig ratzfatz. Also, das können wir glauben. Wir können uns das gleich mal anschauen. Da kann man nicht reden. Oh, shit. Das war zu schnell. Okay, gut. Wir haben es auf jeden Fall geschafft. Mal schauen, was für einen Rang wir kriegen. Oh, B. Nicht schlecht. Davor hatten wir D. Und jetzt B. Ja, nicht schlecht. A wäre am besten, aber ja. Übung macht den Meister, sage ich, bei diesem Spiel. Weil das hat echt mit einer Übungssache zu tun. Wenn man öfter, sag ich mal, die Stage cleart, wird man auch besser. Das ist halt eine Trainingssache. So, wir gehen jetzt mal wieder zurück. Ja, 221 Songtitel. Verfügbar auf jeden Fall. Und mein Kater schnarcht hier. Ich muss ihn mal kurz aufwecken, nicht, dass er hier... So, okay, perfekt. So, next. Jo, das war's erstmal von dieser Stage, also wo man halt rumlaufen kann. Und stolpern kann. Wir gehen jetzt auf die andere Stage hier. Und zwar Battle Stage. Hier hat man auf jeden Fall... Ja, Ultimate ist zu krass. Wir gehen auf Basic. Hier hat man Gegner, beziehungsweise mehrere Gegner, die sich dann halt abwechseln. Und wir haben vier Charaktere zur Auswahl. Beziehungsweise, was heißt zur Auswahl? Die sind alle vier da. Und mit den vier müssen wir jetzt diesen Drachen töten. Das machen wir auch. Ups, das war schlecht. So. Ihr müsst ja jetzt nicht die Reihenfolge ändern, dass ihr euch irgendwie jetzt nach oben, nach links oder hoch bewegen müsst, wegen diesen Symbolen. Man muss einfach das klicken, was man auf dem Bildschirm jetzt sieht. Die Position wird selber automatisch gewählt. Ihr müsst jetzt nichts machen. So. Langer, zack. Zack, zack. Und jedes Mal, wenn ich es gut mache, treffe ich auch das Viech, wie man schön sehen kann, auf der linken Seite. Bam. Bam. Zack, zack. Oh, das war schlecht. Und jetzt habe ich Damage auch bekommen vom Gegner. Da kennt er nichts. Sobald wir irgendwas Falsches machen, da greift er uns sofort an. Boah, das war knapp. Zack, zack. Ist ein Reaktionsspiel, Leute. Das heißt, man muss hier schon gut dabei sein. Ein bisschen trainieren, trainieren, trainieren. Und dann kriegt man das eigentlich ganz gut hin. Am Anfang ist das ein bisschen schwierig, dass man, weil man die Tasten halt nicht kennt direkt, wo was ist. Aber was gut ist, man kann bei diesen roten Teilen halt was anderes klicken. Man muss nicht alles auf A klicken. Zack, zack, zack. Zack, zack. Bam! Critical Damage. Zack. Gut! Das ist gut. So, Schokobo wieder am Start. Der hilft uns gerne.
Und ich glaube, der ist auch nicht für immer da. Ich glaube, der ist so lange da, solange wir nicht zu viel Schaden kriegen, beziehungsweise auch. Unten war ja so ein orangener Balken. Das hat eigentlich, glaube ich, den Schokobo dargestellt, wie lange der verfügbar ist. So. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Wie gesagt, oben rechts. Oh, das war schlecht. Oben rechts ist unsere HP-Anzahl. Und die ist eigentlich ganz okay. Oh, das war knapp. Den habe ich noch mitgenommen. Boah, krasser Gegner. So, zack. Ich kann mir den Gegner nicht mal richtig anschauen, weil ich schon was anderes drücken muss. Und? Jetzt? Clear. Das sah aber nicht so down aus, ne? Also irgendwie, keine Ahnung. C. Ja. Mann, ist nicht so gut, aber besser als der Rang davor. Da hatten wir ja leider nur D. Jo, sieht auf jeden Fall sehr nice aus. Wir gehen mal zurück. Ja, zurück. So, jetzt möchte ich euch mal zeigen, wie es im Ultimate-Modus aussieht. Das ist echt krank, also da komme ich gar nicht klar. Muss man echt, sag ich mal, sich erstmal hocharbeiten. Wir fangen... Ja komm, wir nehmen das wieder, dieselbe Stage hier. Und gehen mal jetzt eiskalt ins Ultimate-Score-Modus rein. Und schauen uns das Ganze mal hier an. Das ist echt, das ist schon witzig, also... Das ist zu schnell. Das ist einfach zu schnell und ja. Dreh. Übung macht den Meister, würde ich mal sagen, ne? So, zack, zack, zack. Zack, zack. Was geht noch? Zack, zack. Jetzt kommen die Pfeiltasten unten rechts und links, so ein Kram. Das nervt mich am meisten. Oh, das, ne? Wisst Bescheid, was ich meine. Also da muss man schon ein bisschen trainieren, um so eine Stage überhaupt zu clearen. Ja, natürlich kriege ich F, danke. Ja. Wir gehen auf jeden Fall mal zurück. Ich will euch auch noch was anderes zeigen hier. 221 Songs. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. So. Wir gehen mal Expert Score. Den nehmen wir auf jeden Fall die goldene Mitte. Und unten gibt es halt noch so... Okay. So, das habe ich irgendwie gecheckt, dass das halt kein Hintergrund... Es gab keinen Hintergrund. Genau, nur so rot irgendwie. Rot-grün oder irgend so ein Kram. Aber das ist jetzt der mittlere Modus, Expert-Modus, also deutlich schwieriger als der Basic-Modus. Denn die Teile kommen schneller an und man muss schneller auch was drücken. Aber es hält sich noch in Rahmen bei Expert. Nur das Problem ist, reden bei so einem Spiel ist eigentlich fatal. So. Aber ist auch eigentlich... ein Spiel, wo man es trainieren muss und auswendig lernen muss bei manchen Songtitel. So, sorry Leute, dass ich jetzt so abgestockt hier rede, weil ich bin gerade konzentriert. So, zack, zack, zack. Alter Schwede, die Augen gehen richtig kaputt, wenn man hier, sag ich mal, stundenweise hier das nur macht, geht man richtig kaputt. Weil besonders der Bildschirm ist ja voll klein beim 3DS. Ich habe keine XL zum Beispiel. Und ich glaube, das 3D... Ich weiß gar nicht, ist das 3D? Ja, doch, es ist 3D sogar. Ich denke mal, hier bei diesem Spiel muss man das 3D mal ausschalten. So, zack, zack, zack. Ich mache das auch. So, jetzt habe ich leider wieder verkackt. Ja, wir sterben jetzt gleich. Kann ich auch nichts für. Da muss man halt trainieren, Leute. So, tot, 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 tot. So, Schokobo noch im Einsatz, okay. Kann er uns was bringen? No, der macht das ganz solide. Also ich mach das nur so, der macht das nicht automatisch. Nein! So, zack, zack, zack. Bäm. Jo, bringt uns nicht viel, denn ein Fehler und wir sind gleich tot. Man kann ja auch keine HP irgendwie auffüllen oder sonst was. Habe ich jetzt noch nicht gesehen. Vielleicht später bei anderen Stage kommt vielleicht ein Bonuspaket. Wo man halt seine HP dann auffüllen kann. Das kann durchaus sein. Alter Schwede, wir haben keine HP mehr. Und
irgendwie überlebe ich das hier gerade noch. Boah. Oh, alter Schwede. Boah. 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 Haben wir den besiegt? Hä? Wir haben den noch besiegt. Alter Schwede, ey. Mit so viel wenig HP oben. Am Ende keinen Fehler noch gemacht. Ach, okay, gut. Das war so eine Übungsphase. Man kriegt ja keinen Rang. Man kann hier üben. Play Demo. Was ist das denn? Anderes Feld. Och, das ist wieder die Schwierigkeitsstufe Mittel. So gut bin ich nicht, dass ich direkt hier mit der mittleren Schwierigkeitsstufe arbeiten kann. Aber hier ist echt, man braucht hier gute Augen, gute Reflexe auf jeden Fall, dass man hier eigentlich gut klarkommt. So, zack, 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 zack. Und mit dem Start nochmal. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Der Song heißt Zack, zack. So, zack oben, zack runter, zack oben, zack runter. Und hier nochmal grün und mit einem roten Button nochmal was machen. Oben, 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 alles rot, 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 rot. Oh, ein grüner Button machen wir auch. Zack, zack, oben. Ja, ja, runter. Bam, 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 hoch, zack. Okay, das Zack-Lied ist zu Ende. Jetzt muss ich mich wieder gut fixieren. Ja, es sieht eigentlich ganz gut aus. Wie gesagt, wenn man das ein paar Mal macht, hat man den Dreh schon raus. Oh, das war nach unten, das war hier. Was gut ist, wenn er gerade noch so noch da ist, der Button, man kriegt ihn noch gerade noch so. Also man hat noch die Chance, wenn er gerade den Rand verlässt, dass man da noch die Chance hat, ihn zu kassieren. Das finde ich eigentlich ganz gut. Zack, zack. Warte mal kurz. Warte mal kurz. Warte mal kurz. LOL. Ich dachte die ganze Zeit, ich mach das. Das Geilste ist, ich steuere das gerade hier nicht. Wir spielen jetzt hier gerade die Demo. Die Demo-Variante. Und hier steuere ich gar nicht. Ich dachte schon, wieso bin ich so gut auf einmal? Aber ich war eigentlich ganz gut. Also ich habe wirklich das gemacht, was auf dem Bildschirm war. Nur, ich steuere das gerade nicht. Wir spielen jetzt eine Demo. Ne? Und man sieht hier einfach nur vom Prinzip her, wie das eigentlich ablaufen kann. Okay, ich will aber irgendwie hier zurück. Kollege. So. Genau. Wir gehen auf jeden Fall mal zurück. So. Okay, Demo. Man spielt eine Demo in einer Demo. Auch interessant. So, wir gehen auf jeden Fall mal auf dem Failed, also auf die Failed Stage und Expert Score. Mal gucken, wie schnell das hier so abgeht. Ich denke mal, das ist machbar. Das kriegen wir irgendwie gebacken, das Ganze. So. Da ist die nette Dame. Start. Die erste Musik kann beginnen. So, hier wie gesagt, hier muss man mit Joystick ein bisschen sich bewegen. Ups. Ja, das hält schon noch in Grenzen. Oh, da ist sie runtergefallen. Böse. Warum fällst du runter? Was fällt so runter? Was fällt so runter, Kollege? Wie gesagt, ist eine Übungssache. Bin mal aber ein bisschen überrascht, dass wir das eine Level da vorhin noch geschafft haben mit so wenig HP. Das war schon nice. So, komm, zack, 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 zack. Wie die runterfällt, das ist das Geilste eigentlich am Spiel. So, zack. Komm, Schokobo. Schneller, schneller, schneller. Schneller! Schneller! So, zack. Wir gehen mal ein bisschen hoch. Yeah! Also wirklich, der orangene Balken da unten zeigt uns das Schokobo an. So einen Gefährten. Der kann deutlich schneller laufen. Das heißt, wir sind schneller auch am Ziel. Natürlich.
Oh, wir haben fast keine HP mehr oben. Also, ja, geht noch. Ist aber auch die mittlere Stufe. Man muss das schon bedenken. Das sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. So, zack. Jo, das war's. Mit dieser Level Stage hier und wir haben es geklärt auf jeden Fall. Sehr schön. Was kriegen wir für einen Rang? C. Okay, nicht schlecht. Hier habe ich sowieso keinen Rang jetzt gehabt. Unser erster Rang jetzt. C. Sehr schön. Dann würde ich mal erstmal die Aufnahme hier beenden, Leute. Und auf jeden Fall, wie gesagt, die Demo kann man halt 30 Mal testen. Danach geht es leider nicht mehr. Dann solltet ihr auf jeden Fall euch mal die Vollversion kaufen. Ist auch nicht schlecht. Ja, vom Inhalt her, wir konnten jetzt nur zwei Lieder hier spielen. War eigentlich ganz okay, kann man sich nicht beschweren. Zwischendurch so ein Spiel zu spielen, ja, ich finde es nur ein bisschen teuer für 40 Euro circa. Ist schon ein bisschen teuer, ich würde da schon, ich selber, wenn ich es spielen werde, werde ich ein bisschen vielleicht warten oder mal gucken. Also hängt auch von meiner Lust und Laune ab. Aber so zwischendurch mal so ein Spiel zu spielen, ist es nicht schlecht. Ist das allererste Spiel, was ich überhaupt auf so einer Basis gespielt habe. Also Oso zum Beispiel habe ich nie angefasst. Ich habe mir nur Videos mal angeschaut. Ist wirklich das erste Spielprinzip, was ich hier so spiele. Und auch die erste Demo auf meinem 3DS. Von daher passt das. Jo, ich würde mich dann wieder verabschieden. Falls euch der Part gefallen hat, informativ war, ihr was, oder sonst was, einfach mal, auch ihn bewerten, diesen Part. Da würde ich mich sehr freuen um jede Unterstützung. Falls ihr Fragen habt, natürlich auch unterm Video einfach fragen. Ich werde es auch beantworten und dann sehen wir uns natürlich im nächsten Part. Vielleicht hier oder vielleicht woanders auf meinem Kanal. Also bis dahin, euer Zakadies.